Wenn Sie vor 3 Wochen den Einstieg bei der Tesla-Aktie verpasst haben, dann bietet Ihnen dieses Video gegebenenfalls die Möglichkeit, einen neuen Einstieg zu finden. Herzlich willkommen bei TV Trades, mein Name ist Attila Tevi. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Doch bevor wir loslegen, würde ich mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, damit wir schon ganz bald die 2000 Abonnenten erreichen. So, dann würde ich sagen, lassen Sie uns keine Zeit verlieren. Intro ab, bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Wie immer starten wir in der Vergangenheit. Das Video zu Tesla ist jetzt 3 Wochen her. Das Ganze hat jetzt auf preislicher und auf zeitlicher Ebene wieder super gepasst. Das heißt, in meinem letzten Video habe ich hier die Stop-Loss-Zone bzw. den Einstiegspunkt hier genannt. Auch auf zeitlicher Ebene war das richtig. Also wer hier eingestiegen ist, hat natürlich jetzt nicht allzu lange gewartet und das Ding ist nach oben gelaufen. Jetzt ist es so, dass, wenn wir uns diese Bewegung anschauen, ich hier den 1. November datiert habe mit dem Hoch der Welle 3. Ob das jetzt so kommen wird, werden wir sehen. Aktuell sieht das so aus, als würde da noch ein ganzes Stück fehlen. Hierzu schalten wir jetzt auch direkt in den Chart rein. So, und das Erste, was wir hier natürlich sehen können, ist, dass wir hier jetzt langsam in einen Wendebereich kommen. Dieser Wendebereich kann aber zweideutig sein, denn das könnte hier eine kleine Korrektur sein und weiter hochlaufen. Denn hierzu gibt es 2 Zonen. Einmal folgende Zone hier in diesem Bereich und dann gäbe es noch den Bereich hier oben. Ich gehe aber aktuell davon aus, dass, wenn wir zumindest in diese Zone kommen, das Ganze auch weiter hochlaufen sollte, denn dann wären die Zielzonen der Welle 3 auch nicht mehr weit. Daher gilt jetzt natürlich hier zu schauen, welche Struktur haben wir in dieser Zählung. Ich habe jetzt hier beispielsweise eine 1, 2, 3, 4, 5 gezählt. Das Ganze muss natürlich nicht stimmen. Ich nutze Elliott Wellen hier eh nur als sekundäres Werkzeug. Es dient auch nicht als Vorhersagetool, sondern eher als Risikomanagement-Tool. Mein Haupttool oder meine Hauptmethodik sind die GAN-Methoden. Das ist einmal die berechnete Projektion hier im Hintergrund. Die gibt mir eben die Trendwendebereiche an, an denen der Markt dreht, egal jetzt nach oben oder nach unten. So, und jetzt ist es so, dass wir in diesem Bereich hier am 27. September einen Trendwendebereich haben, der bis zum 9. Oktober geht. Also diese Zone ist hier sehr lang und entsprechend dieser Projektion kann das Ganze natürlich hier noch weiter hochlaufen bis in folgende Zone, hier eine kleine Korrektur machen und hier dann weiterlaufen bis in folgende Zone. Also dieser Bereich ist hier schwierig zu deuten, auch auf Basis dieser Zählung. Wäre das aber hier dann ein mögliches Ziel. Und von hier aus würden wir dann runterbrechen, gegebenenfalls in die Welle 4, bevor es hier weiter nach oben geht. Es kann aber natürlich sein, dass wir hier eine ganz andere Zählung haben. Und deswegen muss man das jetzt ja einfach in den nächsten Tagen beobachten, falls man hier noch einen Einstieg sucht. Ein möglicher Einstieg wäre natürlich, wenn wir hier jetzt nur eine 1 ausbauen, das heißt eine interne 1 der Welle 3. Das könnte dann wie folgt aussehen, dass wir hier vielleicht schon eine 1 abschließen, dann könnten wir hier eine A, B, C machen, würden folgende Zone anlaufen, ungefähr in diesem Bereich und dann könnte man hier das Ganze wieder long nehmen, um hier dann die 1, 2, 3, 4, 5, die Welle 3 mitzunehmen. Hier würden wir dann eine kleine Welle 4 wahrscheinlich haben und dann würde das Ganze hier weiterlaufen in die Welle 5. So, und die Zielzone der übergeordneten Welle 3, also diese pinken 5, wäre dann $463. Dann wird es wahrscheinlich eine größere Korrektur geben im nächsten Jahr, bis es dann weiter nach oben läuft. Daher für die nächsten Tage ganz wichtig, folgende Zonen beachten. Zunächst einmal hier die Zone bei $261. Sollten wir hier abprallen, wird es auf jeden Fall in diesem Bereich bis hin zum 20. November runterlaufen. Aber Sie können sehen, wichtige Daten sind hier einfach 30. September bis zum 9. Oktober. Dann ist hier ein Tief am 17. Oktober ungefähr. Zum 7. November ist hier ein Hoch und ein weiteres Tief ist hier am 20. November. Tragen Sie sich diese Daten in Ihren Kalender ein und entsprechend der Widerstandszonen können Sie hier agieren und auf Basis der Infos auch kurzfristige Trades für Sie planen. Genau, das war auch schon das kurze Update zu Tesla. Ich hoffe, das Video war hilfreich und informativ. Falls ja, würde ich mich freuen, wenn Sie ein Abo dalassen, falls Sie das nicht bereits schon getan haben. Und ansonsten, wenn Sie das Ganze interessiert und Sie mehr über die GAN-Methodiken erfahren möchten, kontaktieren Sie mich gerne via E-Mail. Das würde bedeuten, dass es bei genug Teilnehmern nächstes Jahr noch eine Mentoring-Session gibt. In diesem Sinne, vielen Dank, Ihnen eine erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Video. Ciao.